Hallo und herzlich willkommen hier bei der Top 10 Show. Schön, dass Sie mit dabei sind. Ich bin jetzt ein bisschen überrascht worden. Ich war noch mit den Gedanken woanders. Kein Problem. Jetzt sind Sie ja bei mir. Deshalb, jetzt geht's hier los mit unserer Top 10 Show und heute die Top 10 der meistverkauftesten Produkte. Und das ist natürlich auch für Sie ganz spannend, mal zu sehen, was haben die anderen überhaupt bestellt? Was geht gerade besonders gut? Vielleicht haben Sie ja bisher das ein oder andere verpasst. Deshalb jetzt nochmal für Sie zusammengefasst die Top 10 der meistverkauftesten Produkte. Bei mir im Studio ist der Carsten Ruhland. Und Carsten, du freust dich auch schon auf diese Top 10, ne? Ich liebe diese Ranking-Shows. Ich bin ja selber so ein neugieriger Mensch und gucke immer ganz gerne sowieso zwischendurch mal in die Statistik rein. Denn auch mich interessiert, wo die Reise hingeht, wo der Trend im Moment so hingeht. Und da sind wir sehr umfangreich unterwegs. Aus unterschiedlichsten Produktgruppen zeigen wir Ihnen da die meistverkauften Artikel. Und ich würde sagen, wir lassen nicht allzu viel Zeit vergehen. Wir geben direkt Gas, oder? Ja, selbstverständlich. Ne? Sie sind bestimmt auch gespannt, genauso wie wir. Deshalb schauen wir direkt mal auf Platz Nummer 10. Und auf Platz Nummer 10 hat es ein Produkt geschafft aus dem Bereich Technik. Wird gern als Zubehör bestellt zum Laptop, zum Computer. Und zwar ein Multicard- und SIM-Reader. Der scheint ungeahnte Möglichkeiten zu bieten. Wird wirklich enorm stark bestellt. Ja. 22,71 € ist natürlich auch ein kleiner Preis. Normalerweise, wenn man die im Fachhandel kauft, solche Multicard- und SIM-Reader, die fangen so ab 40-50 € aufwärts an. Wenn du sie überhaupt findest. Ich habe nämlich etwas Vergleichbares tatsächlich über einen längeren Zeitraum gesucht und habe dann irgendwann aufgegeben, ehrlich gesagt, weil so diese Kombination ganz einfach nicht zu kriegen war. Vielleicht habe ich sie auch übersehen, ich weiß es nicht, will da also keinem zu nahe treten, aber tatsächlich war es so, dass ich in den einschlägigen Elektronikfachmärkten nachgeschaut habe und selbst die Verkäufer guckten mich an, so nach dem Motto, was will der Kerl eigentlich von mir? Ein Blick bei uns in den Katalog, ein Blick in unsere Sendung und reicht da vollkommen aus, liebe Zuschauer, und Sie kriegen einen Problemlöser für unglaublich viele Ansätze. Fangen wir mit dem ersten Ansatz an. Ein Problem, was ich ehrlich gesagt auch kenne bei meinem Laptop. Nicht jeder Laptop oder nicht jeder PC hat ausreichend viele USB-Steckplätze vorhanden. Ich sag mal, so ein Desktop-PC hat 6, 8 oder 10 Steckplätze. Mhm. Da kannst du davon ausgehen, dass für alle Peripheriegeräte genügend USB-Plätze übrig sind. Ja? Bei so einem Laptop hat man mitunter schon mal 2 oder 3. Dann hängt da ein Drucker dran, ein Scanner dran und vielleicht noch eine Maus, eine Kabel gebunden und schon ist kein USB-Steckplatz mehr frei. Insofern haben Sie hier einen sogenannten Dreier-USB-Hub. Das heißt, mit einem USB-Anschluss anschließen. Das passiert natürlich ganz einfach hier auf der Seite. Und das bedeutet, aus einem Steckplatz machen Sie mal eben 3 USB-Steckplätze, die Sie natürlich auch gerne zeitgleich verwenden können. Welcher Steckplatz gerade verwendet wird, wird Ihnen hier sogar anhand der LED-Beleuchtung angezeigt. Das ist Ansatz Nummer 1. Allein deswegen wird das schon verstärkt gekauft, um ganz einfach die USB-Steckmöglichkeiten, das heißt also die Anbindung anderer Peripheriegeräte, tatsächlich um ein Vielfaches zu erweitern. Dann kommen wir auf den Begriff Multicard-Reader. Und es gibt mittlerweile so viele verschiedene Speichermedien, allen voran natürlich speziell die USB-Sticks natürlich, auch die externen Festplatten, aber allen voran auch hier diese ganz sogenannten SD-Karten. Die großen, die normalen SD-Karten oder die etwas kleineren, die Micro-SD. Und nicht jeder Laptop hat beispielsweise eine ganz normale Multicard-Reader SIM-Stelle, beziehungsweise keinen entsprechenden Anschluss mit dran, sodass du hier, ohne dass du gleich das komplette Gerät anschließen musst, ganz einfach hier deine SD-Karte andocken kannst. Gleiches gilt natürlich für die kleinen Elemente. Und das ist super, wenn du jetzt auch ganz einfach mal schauen möchtest, so wie ich das vor kurzem gemacht habe. Ich habe eine ganze Handvoll von Speichermedien gefunden, die SD-Karten, die Micro-SD-Karten. Ich wusste aber nicht wirklich, sind die formatiert auf dieses FAT32, was man normalerweise für Camcorder und für digitale Fotoapparate braucht. Ja? Zum anderen wusste ich nicht wirklich, was drauf ist. Sind da Bilder drauf? Ist da noch speicherfrei? Ist das überhaupt noch nutzbar, das Teil? Oder ist es vielleicht ein bisschen vom Anschluss verkratzt? Hier kann ich mal eben kurz schauen, ob die Karte in Ordnung ist, was drauf ist. Vielleicht möchte ich es auch gleich bearbeiten, vielleicht löschen, um sie wieder einsatzbereit für andere Bereiche zu machen. Also das ist Spitzenklasse, liebe Zuschauer. Wir haben aber noch einen dritten Slot und das ist ein SIM-Karten-Slot. Wie kommst du als Frau, ich sag mal jetzt speziell mit langen Fingernägeln, mit dem Bearbeiten von Adressdaten, von E-Mail-Adressen, Telefonnummern und so weiter zurecht auf einem ganz normalen Smartphone? Ganz schlecht. Ich mache das auch, muss ich gestehen, fast nie, weil es mir zu umständlich ist, da immer das einzugeben. Und gerade wenn du dann vielleicht auch mal aussortieren möchtest, ist es beim Smartphone natürlich immer eine ganz schwierige Sache, da auch mal
Sachen zu löschen und so weiter. Winzig damit klein du alles, wieder na? Platz auf der SIM-Karte noch hast für neue Telefonnummern und Adressen. Wir Männer kommen da immer mit unseren dicken, Wurstfingern und treffen immer die falschen Nummern. Ja? Und da ist es, glaube ich, angenehmer, wenn man hier entsprechend die ganzen Daten, die entsprechend postalischen Adressen, Telefonnummern und dergleichen vielleicht ganz einfach auch mal über die Tastatur des Laptops oder des Desktop-PCs bearbeiten kann. Mhm. Ich glaube, da kommen viele ganz einfach besser mit zurecht. Und natürlich nicht zu vergessen hier auch der dritte Slot, der etwas breitere. Da gibt es doch diese Chips, diese goldenen. Die werden ganz gerne mal als Geldchip eingesetzt, um auch mal ein Parkticket zum Beispiel an einem Automaten zu bezahlen. Aber auf Krankenkassenkarten, auf EC-Karten und auch auf Kreditkarten sind diese kleinen goldenen Speicherchips drauf. Mhm. Ich weiß nie wirklich, was ist da drauf gespeichert. Stimmt. Allein zu Kontrollzwecken hast du hier mal eine Möglichkeit, ganz einfach mal reinzuschauen, was speichern diese Dinger eigentlich. Dann ist da mal eine Krankenkassenkarte, klar, entsprechend Adresse, Telefonnummer, aber vielleicht speichern die auch meine kompletten Daten. Und wenn ich die mal verliere, hat jemand anders meine komplette Krankenakte in der Hand. Das und noch viele weitere Einsätze rechtfertigen den Kauf eines Multicard-Readers und wir haben den für 22,71. Die Bestellnummer für Sie, die PX 1289 und die 569, wurde schon reichlich bestellt. Deshalb hier auf Platz 10 unserer Top 10 der meistverkauftesten Produkte. Falls Sie den auch haben möchten, die Leitungen sind frei. Sie können direkt durchklingeln und den bestellen für 22,71 € TV-Sonderpreis. Die 0180 51 51, dreimal die 2, ist da Ihre Telefonnummer. Und wir machen hier weiter in unserer Top 10 mit Platz Nummer 9. Und auf Platz Nummer 9 hat es unser neuer und unser intelligenter Fensterputzroboter geschafft. Ein geniales Teil und da wird natürlich momentan auch viel wieder drüber geredet, diskutiert. Kommen Roboter, die einem die Arbeit abnehmen. Das war früher so ein bisschen Zukunftsmusik. Da hat man immer gedacht, wie soll ich das machen? Wo kann ich da so einen Roboter wirklich einsetzen? Jetzt sieht man es langsam so ein bisschen. Es gibt Staubsaugerroboter, es gibt auch dementsprechend dann diese tollen Fensterputzroboter und die nehmen ihm einfach ganz viel Arbeit ab, denn gerade das Fensterputzen gehört nicht so zu den beliebtesten Aufgaben im Haushalt. Ich muss ein bisschen schmunzeln. Ich habe nämlich hier in der Zeitschrift ein bisschen geblättert. Kennen Sie auch, ne? Guter Rat. Habe ich mal so drin geblättert und da ist ein netter Redakteur. Und der hat den Fensterputzroboter getestet und er schreibt hier als ersten Satz ganz klar, für mich steht das Fensterputzen in der Hitliste der unbeliebtesten Hausarbeiten auf Platz 1. Ja. Und da habe ich gedacht, der spricht vielen, glaube ich, aus der Seele. Absolut, mir auf jeden Fall. Der hat unseren Fensterputzroboter dann getestet bei der Arbeit und hat hier unten dann ein Fazit gegeben, sehr gute Ausstattung, ein Plus auch für die Handhabung und war hier durchaus davon begeistert. Also eine fantastische Sache, Note 2,2. Also hier wirklich ganz toll gemacht. Kann ich Ihnen nur empfehlen, wenn Sie mal nachlesen möchten, gerne. Aber wir stellen Ihnen jetzt hier vor, 284,91 € der TV-Sonderpreis. Und das Gerät, das ersetzt einem ja einfach Dinge, die man mit Geld gar nicht bezahlen kann normalerweise, weil du hast viel mehr Freizeit. Definitiv. Und genau das ist der Grund, liebe Zuschauer. Natürlich auch das fantastische Putzergebnis, was dieser Fensterputzroboter erzeugt. Warum unsere Kunden gerade in den letzten Wochen und Monaten verstärkt zugegriffen haben. Denn ich denke, auch Sie werden häufiger, zumindest wenn Sie es einigermaßen gewissenhaft handhaben wollen, zu Hause die Fenster putzen. Ja? Bei uns zu Hause ist das so eine Sache, wir wohnen direkt am Waldrand. Das heißt, ich bin rechts fertig und kann links wieder neu anfangen. Und diese große Fensterfront, da brauche ich knapp 3 Stunden pro Seite für. Danach bin ich durchgeschwitzt. Ich habe also den halben Teppich oder die halben Fliesen mit Schmutzwasser versaut. Und wenn dann der erste Sonnenstrahl wieder durch die Fenster scheint, dann sehe ich richtig streifenfrei, habe ich es trotzdem nicht hinbekommen. Und glauben Sie mir, ich habe es mit Zeitungspapier versucht, ich habe es mit Glasklar versucht, mit einer Gummilippe, mit einer sündhaft teuren, mit einem speziellen Fensterputzleder, auf jede erdenkliche Art und Weise. Richtig zufrieden war ich nie. Und dann habe ich aber mir ganz... Ich glaube, du warst körperlich danach auf jeden Fall am Ende, ich war fertig. Ich war fertig. Ich habe nie beide Seiten parallel geschafft. Also nach 3 Stunden lief mir der Schweiß das Gesicht runter. Ja, und das guck jetzt mal, du bist ja noch jung, ne? Du bist ja noch fit. Stell dir mal vor, du bist schon ein bisschen älter auch. Weißt du, das Fensterputzen, das schafft man ja noch gar nicht mehr. Vor allem, stell dir mal so ein armes Mütterchen vor, 70 Jahre alt, sowieso schon
etwas eingerostet und die klettert auf so einem dachschrägen Fenster, auf so einer ne? klapprigen das Leiterin. Muss man auch sagen. Also da sagt man natürlich, die schlimmsten Unfälle passieren im Haushalt und das meines Erachtens nicht ohne Grund. Dieser Fensterputzroboter, der nimmt Ihnen die Aufgabe des Fensterputzens schlicht und ergreifend ab. Und ganz ehrlich, liebe Zuschauer, die Zeit, die ich in den letzten Jahren tatsächlich mit einem schweren Putzeimer, mit einem Lappen in der Hand, mit einer Gummilippe oder sonst irgendwas vor den Fenstern gestanden habe und geschwitzt und geflucht habe, die Zeit, die hätte ich ganz gerne mal hinten dran. Dieser Fensterputzroboter, der sorgt ganz einfach dafür, dass diese Zeit, die Sie sicherlich auch an anderer Stelle sinnvoller einsetzen würden, wenn Sie sie denn hätten, natürlich auch bekommen. Denn den setzen Sie ganz einfach auf die Fensterscheibe drauf, grundsätzlich auf jede glatte Fläche, also auch mal eine Duschkabine oder einen Fliesenspiegel. Und anhand dieser tollen oder mit diesen tollen Mikrofaseraufsätzen jetzt hier, zum einen die etwas gröberen, auch mal für gröbere Verschmutzungen und zum anderen natürlich auch noch mal zum Nachpolieren, damit also wirklich alles komplett streifenfrei ist, noch mal der etwas feinere Aufsatz jetzt hier, der nimmt Ihnen die Aufgabe des Fensterputzens ganz einfach ab. Und das macht er so lange, bis das Fenster streifenfrei ausgereinigt ist, bis alle Verschmutzungen weg sind. Er möchte auch keinen Urlaub, er möchte auch keine Gehaltserhöhung haben und ihm ist auch die Temperatur und die Witterung draußen vollkommen egal. Und das macht er nicht nur bei normalen Fensterscheiben und bei allen glatten Flächen, das macht er grundsätzlich also auch bei Dachschrägen, auch bei großen Wintergärten und dergleichen. Also wenn du diese großen Fronten hast, wo du ja als 80, 90 Kilo schwerer Mann jetzt nicht unbedingt draufsteigen solltest, nur auf die Querverstrebungen, das ist eine unglaubliche Erleichterung und ein deutliches Plus an Freizeitqualität, wenn du mich persönlich fragst. Definitiv, da kann ich dir nur zustimmen. Wollen wir noch kurz im Einsatz sehen? Ja. Ich möchte gerne einen Beitrag vorlesen. Also wir haben hier mehrere Kundenbeiträge bekommen. Einen unter anderem vom Axel aus Hamburg, der schreibt, meine Frau ist mit dem Roboter sehr zufrieden. Da ist auch die Regierung, die hier dann dementsprechend das Kommando gibt. Aber hier von Elke aus Nordstemmen, die schreibt uns, ich bin mit diesem Gerät sehr zufrieden, musste früher immer eine Leiter im Erker anstellen. Jetzt ist alles problemlos, ohne Leiter zu reinigen. Der Roboter kommt überall hin. Vielen Dank für dieses Gerät. Jetzt wird einmal mehr Fenster geputzt. Ja, und genau das ist es. Normalerweise überlegst du dir, oh, muss ich das jetzt unbedingt diese Woche machen oder tut es vielleicht auch noch nächste Woche? Aber am Wochenende kommt die bucklige Verwandtschaft und dann müssen die Scheiben natürlich sauber sein, ganz besonders, wenn es die Schwiegermutter ist. Dieses Gerät hier ist noch schneller, noch leiser und vor allen Dingen noch präziser als sein Vorgänger und genau den habe ich zu Hause. Absolut fantastisch und heute im TV-Sonderpreis definitiv für mich persönlich einer der Highlights in dieser Sendung hier. Auf Platz Nummer 9 unserer Top 10 der meistverkauftesten Produkte gelandet. Sie sehen, es wird ganz abwechslungsreich. Ja, es wird aus allen Bereichen bestellt und wir haben über 16.000 Produkte hier bei uns im Programm. Weiter geht's für Sie mit dem Platz Nummer 8. Tja. Und beim Platz Nummer 8, ja, da geht es um das Thema Sicherheit. Und das scheint momentan ein Riesenthema zu sein. Viel wird bestellt an Überwachungstechnik, aber auch diese kleinen Helfer, die man einfach mal gut zwischendurch brauchen kann. Wie hier dieser Personenalarm, sind heiß begehrt. 3,71 €, das ist ein ganz kleiner Preis für so viel mehr Sicherheit für Sie persönlich, aber auch für Ihre Liebsten. Weil bitte, ich möchte hier nochmal appellieren, denken Sie auch bitte an Ihre Familie, vielleicht an die Kinder, an die Enkelkinder. So ein Personenalarm, der kann wirklich Leben retten, der kann wirklich schlimme Dinge vermeiden. So martialisch, wie das klingt, liebe Zuschauer, ich sag mal, das fing jetzt eigentlich schon im letzten Jahr an und bitte, wir machen das nicht an Nationalitäten, an Flüchtlingen oder an Deutschen fest. Es gibt bekloppte Ausländer, genauso wie es bekloppte Deutsche gibt. Ja. Jeden Tag steht ein Dummer auf. Ja? Und da ist die Hautfarbe und dann die Nationalität völlig egal. Und es gibt eben Menschen, die schrecken vor nichts zurück. Die schrecken nicht davor zurück, anderen das Eigentum zu stehlen. Die schrecken nicht vor Körperverletzungen zurück. Und die schrecken auch nicht davor zurück, wenn Sie ganz einfach mal sagen, nein, das möchte ich nicht. Trotzdem geht es damit unter zur Sache. Und wenn Sie als Frau jetzt mal abends alleine auf dem Heimweg sind, es wird früher dunkel mittlerweile, und Sie müssen mal durch so einen dunklen Park hindurch oder durch eine dunkle Seitenstraße, um nach Hause zu kommen, haben Sie sicherlich auch schon mal dieses mulmige Gefühl gehabt. Man fühlt sich nicht wohl. Selbst als Mann fühlt man sich nicht wirklich wohl. Man weiß ja nie wirklich, was sich für dunkle Gestalten hinter der nächsten Hausecke so tummeln und auf was die gerade heiß sind, was du gerade dabei hast. Ich hatte das einmal und da habe ich mich wirklich
ganz furchtbar gefühlt. Ich bin auch abends im Dunkeln quasi dann, es war schon relativ spät, musste ich auch so eine Ecke halt noch gehen, ne, wie das immer ist, wenn man dann irgendwo mit dem Bus oder mit der Bahn ankommt, ne, hast du immer so einen Weg nach Hause. Und da ging es bei mir auch durch so einen Park. Und der war halt wirklich nur spärlich beleuchtet. Und ich bin gegangen auf der Straße, es war niemand mehr da. Und dann fuhr ein Radfahrer, der kam immer hinter mir und immer kam ein bisschen näher. Ich habe das gehört, immer wenn ich gestoppt habe, hat er auch gestoppt. Ich habe mich umgedreht, dann hat er sich immer irgendwo versteckt. Und der hat mich eine ganze Weile verfolgt. Und ich hatte wirklich, ich habe gedacht, da geht dir die Düse, oder? Du weißt ja nicht wirklich, was will der? Hat der ein Messer in der Tasche oder sonst irgendwas? Vor allem, weil der sich immer auch versteckt hat, weil der wieder angehalten hat. Ich dachte, was mache ich denn jetzt, wenn der jetzt irgendwie kommt, an dir vorbeifährt, dir die Tasche wegreißt? Oder ich habe dann wirklich die Tasche quasi in meine Jacke mit rein und so weiter und war wirklich angriffsbereit dann auch, weil ich gedacht habe, was passiert jetzt? Ne? Da habe ich mich wirklich schrecklich gefühlt. Ich wünsche das keinem. Ja. Auch wenn man dann vielleicht schon mal überfallen worden ist, da ist das hier ideal, weil das können sie überall mit dran machen. Die Damen, an die Tasche, an den Gürtel. Wenn jetzt jemand kommt und sie greifen will oder ihre Tasche greifen will, dann ziehen sie hier einfach dran. Und das ist wahnsinnig laut und das hört auch nicht mehr auf, bis man diesen kleinen Spind hier wieder da reinsteckt. Boah, ist das laut. Das ist ja der absolute Hammer. Das sind 110 Dezibel und das ist ein Warnton, der schlicht und ergreifend weder zu überhören noch zu ignorieren ist. Denn es ist tatsächlich so, wir leben in einer relativ, ja, wie soll man sagen, anonymen Gesellschaft. Und wenn man da ganz einfach Hilfe braucht, wenn man mal eben kurz sagt, oh, 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 aber nein, die meisten schauen weg. Aber so einen Warnton kann man einfach nicht ignorieren. Und wenn Sie mal in eine Situation kommen, wir wünschen es keinem, aber sollte es mal so sein, sind Sie damit sicherlich wesentlich schneller in der Lage, ganz einfach mal nach Hilfe zu rufen oder auf sich aufmerksam zu machen. Denn eins mögen die Jungs und Mädels gar nicht, die sie da angreifen. Das ist ganz einfach Aufmerksamkeit. Das muss alles klammheimlich passieren. Und damit hat man mal einen kleinen, schnellen Helfer, um mal eben kurz zu sagen, pass mal auf, mein Freund, ich bin vorbereitet. Und der Nächste wird es garantiert gehört haben. In ein paar Sekunden steht jemand anders hier. Und der wird sie tatsächlich unterstützen, sodass der Kerl, der ihn ans Leder will oder das Eigentum klauen möchte, ganz einfach die Hacken in den Teer haut und ruckizucki verschwunden ist. Für 3,71 Euro eine super Sache. PE7230 und die 569. Ihre Bestellnummer. Bitte greifen Sie dazu, statten Sie auch die Familie aus. Also ein sehr sinnvoller Platz Nummer 8 hier bei uns in der Top 10 der meistgekauftesten Produkte. Und wir machen weiter mit Ihrem Platz Nummer 7. Nach Platz Nummer 7 hat es eine Soundbar geschafft. Und Soundbar, das ist so eine Sache. Diesen Begriff kannte man früher noch gar nicht so. Carsten, jetzt ist hier nochmal der Alarm. Ich hab's mir am Gürtel gemacht, siehst du, wie laut das Ganze ist hier. Soundbar, den Begriff kannte man früher gar nicht so. Man hat immer von Stereoanlagen gesprochen und Soundbars generell, die gibt es erst verstärkt, seitdem es diese tollen Flachbildschirme gibt. Ne? Ja, das ist richtig. Also das hat sich mittlerweile als absolute Paradelösung herauskristallisiert und das schon seit einigen Jahren. Denn eins haben moderne Flachbildschirme alle gemeinsam. Zum einen ein gestochen scharfes Bild, ein schönes Gehäuse, sehen ja toll aus, die Geräte im Wohnzimmer. Ja. Aber aufgrund dieser schmalen Bauweise, wenn du jetzt mal schaust auf der IFA, die werden immer dünner, die Dinger. Ich glaube, der kleinste, der kommt auf 0,6 cm Stärke. Wenn Sie das mal mit einem Röhrenfernseher vergleichen, 90er Tiefe, so das, was man von früher noch kannte, die hatten noch Resonanzraum für die Boxen, da war der Ton häufig besser als das Bild. Heutzutage sieht es genau andersrum aus. Ja. Full HD, 4K-Qualität, alles bezahlbar mittlerweile, Curved, Smart TV und so weiter. Aber wenn man den Ton hochdreht, kommt da irgendwie nur so ein Puff heraus. Ja, nee, gar also nichts anderes, weil da gar kein Platz mehr für die Lautsprecher ist. Da ist kein Platz mehr für den Resonanzraum mit dabei. Und viele Hersteller machen es auch so, dass sie eben die Boxen nach hinten raus abstrahlen lassen. So, und wenn sie jetzt so einen Flachbildschirm an der Wand befestigen, da ist natürlich überhaupt nichts mehr da. Ja. Und das knallt direkt gegen die Wand, da kommt bei Ihnen am Ohr nichts mehr an. Und das merkt man aber auch. Ne? Also man muss dann, vielleicht ist Ihnen das schon mal aufgefallen, bei Ihrem neuen Fernseher, wenn Sie jetzt so ein neues Modell haben, müssen Sie plötzlich immer lauter stellen. Immer lauter. Ja. Und man wundert sich, warum muss ich denn immer lauter machen? Nein, Ihre Ohren werden nicht schlechter, sondern der Fernseher strahlt einfach mit der Lautstärke nach hinten weg und hat halt schlechte Boxen. Und da sollten Sie jetzt zugreifen bei unserer Soundbar. Schaut dir den fantastischen Preis an. 78,50 Euro, Carsten. Ja, und das ist Spitzenklasse. Das ist normalerweise so ein Nice-Price von dem, was man normalerweise in einem Elektronikfachmarkt vorne von der Europalette runternimmt. Die Klangqualität ist entsprechend. Um ein vergleichbares Modell zu finden, musst du eben eher dann doch mal in die hintere, in die Edelabteilung hineingehen. So ab 200, 250 Euro behaupte ich, kriegst du etwas Vergleichbares im Fachhandel.
Handel. Da sind wir mit Auvisio und aufgrund der Stückzahlen, die wir da einkaufen, natürlich ganz anders unterwegs. Und wir können jetzt lange über ein entsprechendes Klangerlebnis diskutieren. Ich würde sagen, wir hören ganz einfach mal rein. Ich habe es gerade schon mal eben kurz angespielt. Wir hören jetzt natürlich erstmal, ich mache mal etwas lauter, Augenblick. Das mache ich mit der Fernbedienung übrigens, ja. Und jetzt können wir mal den Unterschied hören. Achtung. Jetzt mal von uns weggedreht, ja. Ist okay, okay. Ja. Aber jetzt pass mal auf, jetzt mal den Unterschied. Achtung, so würde das mit Soundbar bei Ihnen am Fernseher klingen. Achtung. Ohne Soundbar. Mit Soundbar. Ah. Cool, oder? Super. So. Angeschlossen. Nein, das ist richtig. Der Fernseher ist auch nur ein Einsatzbereich für unsere Soundbar, liebe Zuschauer. Ist natürlich super, um ganz einfach auch mal optisch ein bisschen was rauszuholen, um aber vor allen Dingen auch das Klangerlebnis ein Stück weit mehr zu forcieren. Jetzt haben wir aber hier noch drei weitere Möglichkeiten. Eigentlich sind es vier, die die Soundbar für unsere Kunden so interessant machen. Zum einen habe ich jetzt hier ganz einfach mal unabhängig vom Fernsehapparat direkt vom USB-Stick die Musik abgespielt. Moderne Speichermedien, eine CD passt baulich bedingt gar nicht rein, so breit ist die ganze Soundbar gar nicht. Oder natürlich eben auch mal von der SD-Karte. Das sind sie die modernsten, die kleinen Speichermedien, wo du deine Lieblingsmusik ganz einfach mal direkt in die Soundbar reinpacken kannst, lässt den Fernseher aus und lässt die Musik abspielen. Hast ein Radio mit drin mit 20 Senderspeichern und der absolute Knaller. Du kannst mit dieser Soundbar jederzeit auch das sogenannte Bluetooth-Streaming betreiben und hast dafür 10 Meter Reichweite. Das bedeutet, du kannst kabellos ganz einfach an deinem Smartphone, an deinem Tablet-Computer, an deinem Laptop oder deinem Bluetooth-fähigen MP3-Spieler hier ganz einfach Bluetooth zuschalten, mit der Soundbar verbinden und streamst das Ganze kabellos ganz einfach auf die Soundbar. Gleiches gilt natürlich, wenn du jetzt zu Hause im WLAN bist, auch mal für Internetradio zum Beispiel, um dann eine richtige Klangqualität wie von einer CD zu erzeugen, was viele UKW-Radios heute noch nicht unbedingt können. Dein Smartphone kann das in der Regel. Da gibt es kostenlose Applikationen von nahezu jedem einzelnen Sender. Das und noch sehr viel mehr ist es eben, was unsere Kunden bei der Soundbar so begeistert. Übrigens habe ich selber bestimmt, ich habe 4 Anläufe gemacht und beim 5. Mal war ich satt, da habe ich mir unser Muster aus dem Lager geholt. Die war ständig ausverkauft. Ja, unsere Kunden haben ganz einfach dieses tolle Preis-Leistungs-Verhältnis erkannt, weil die echt, entschuldige bitte, rattenscharf aussieht hier. Schön, oder? Dazu habe ich auch einen schönen Kundenbeitrag von der Ulrike, die hat uns geschrieben. Soundbar kann man in diesem Preis-Leistungs-Verhältnis empfehlen. Höhe und besser einzeln regelbar. Bluetooth-Verbindung mit meinem Samsung funktioniert auch tadellos. Für 78,50 Euro holen auch Sie sich diese tolle Soundbar nach Hause. Die hat es hier bei uns auf Platz 7, unser Top 10 der meistverkauften Produkte, geschafft. PX1389 und die 569 ist hier dann Ihre Bestellnummer. Die Kollegen im Callcenter freuen sich über Ihren Anruf unter der 0180 51 51. Dreimal die 2 können Sie jetzt durchklingeln und dann haben Sie auch diese tollen Produkte innerhalb von 2 bis 3 Werktagen bei sich zu Hause. Gerade so eine Soundbar ist etwas ganz, ganz Fantastisches. Ja. Das war unser Platz Nummer 7. Wir sind in der Top 10 der meistgekauftesten Produkte hier bei Pearl TV. Für Sie auch mal ganz spannend zu sehen, was haben die anderen bestellt. Und wir kommen jetzt zu Platz Nummer 6. Und auf Platz Nummer 6 hat es ein tolles Messerset geschafft. Gerade die Messer, die sind auch heiß begehrt. Wir haben immer wahnsinnig gute Angebote. Und dieses Angebot hier, wow, wow, schaut es an. 29,90 normalerweise der Preis für dieses dreiteilige Messerset. Und das ist schon geschenkt, wenn du mich fragst. Heute für 5 Euro, Carsten. Ja, das ist unfassbar. Das heißt, wir kommen auf einen Preis von deutlich unter 2 Euro pro Messer, liebe Zuschauer. Und wir reden von Tokyo Kitchenware. Sauber schneiden, ohne zu quetschen. Denkbar einfach von der Reinigung. Und das hier, das ist das Rüstzeug für jeden Hobbykoch und sicherlich auch für den ein oder anderen Profi. Denn frag einen Profikoch, der sagt dir, was für einen Zimmermann der Hammer ist, ist für einen Koch ganz einfach ein vernünftiges Kochmesser. Eins alleine wäre normalerweise schon um ein Vielfaches kostspieliger als die 5 Euro. Jetzt haben Sie hier dieses Dreier-Set in dieser fantastischen Hammerschlagoptik. Ein großes Allzweckmesser natürlich. Das kommt jetzt auf eine Klingenlänge von 20 cm. Vorsicht, höllisch scharf. Hammerschlag natürlich im Kunststoffgriff, genauso wie hier auf der eigentlichen
eigentlichen Schneide, auf dem eigentlichen Messer an sich. Dann haben wir das Allzweckmesser, das ist dieses hier mit 13 cm Klingenlänge. Und wir haben natürlich auch noch passend das Schälmesser mit dazu. Das ist so ein Allzweck-Küchenmesser, was du auch mal eben schnell zum Radieschen klein schneiden oder was nehmen kannst. Oder mal eben auch kurz, um was, ein bisschen was auszulassen hier, mit 9 cm Länge. Stahl natürlich antihaftbeschichtet, das heißt, da bleibt gar nichts kleben. Selbst wenn du den klebrigen Roquefort vom Aldi nimmst, kannst du so durchschneiden, als wenn es ein warmes Messer durch ein Stück Butter geben würde. Herrlich, für 5 Euro unser dreiteiliges Messerset mit der NX 9014 und der 569 können Sie da jetzt bestellen. Das ist stark nachgefragt, deshalb hier natürlich ruckzuck zugreifen. Kein Wunder bei dem fantastischen Preis. Das ist auch ein schönes Mitbringsel, ein schönes Geschenk. Das kann man mal in der Schublade haben. Du kennst es auch, wenn man überraschend plötzlich irgendwo zum Essen eingeladen wird. Ach, kommt doch bei uns vorbei. Du brauchst irgendeine Kleinigkeit zum Mitbringen. Du willst nicht schon wieder die Flasche Wein oder den Blumenstrauß dabei haben. Ist doch langweilig auf Dauer, schenk oder? Doch mal so ein schönes Messerset. Gerade wenn man zum Essen eingeladen wird, dann merkt man ja, oh, die kochen gerne. Dann brauchen die auch, vielen Dank, brauchen die auch gute Messer. Und auch bei Ihnen zu Hause jetzt vielleicht mal ein bisschen selbstkritisch sein. Schauen Sie mal in Ihren Schrank, schauen Sie mal in Ihren Messerblock, was sind da für Messer drin. Oft hat man so ein Durcheinander, dann hat man da mal ein Messer mitgenommen, da hat man da mal ein Messer gekauft. Das eine ist vielleicht noch ein altes Erbstück, wo schon die Klinge ein bisschen kaputt ist, ablappert oder das auch überhaupt nicht mehr schneidet, weil es gar nicht mehr scharf ist. Die gehen jetzt einfach mal raus, ich bitte Sie, 5 Euro, da bestellen Sie jetzt sofort eins von diesem, dreiteiligen Messerset und dann haben Sie 3 fantastisch schöne neue Messer, die auch vorzeigbar sind, die ordentlich aussehen. 5 Euro, NX 9014 und die 569. Guck mal hier, durch den Apfelkitsch durch die Kerne durch wie nix, als wenn es hier wirklich ein warmes Messer durch ein Stück Butter wäre. Das ist Top-Qualität, das ist Profi-Qualität, liebe Zuschauer. Egal ob Fisch, Fleisch, Gemüse, Obst oder was auch immer Sie schneiden möchten oder eben auch mal der klebrige Roquefort oder der Schaum, der natürlich lecker schmeckt, der stinkt die Hulle, aber das muss er tun, sonst schmeckt er nicht jetzt hier. Den kannst du damit schneiden. Den quetscht du nicht. Guck mal, Tomaten jetzt hier für einen leckeren Sommersalat. Ein bisschen Basilikum dazu, ein bisschen dunklen Balsamico-Essig, ein bisschen Mozzarella dazu. Ja? Ein paar Kalorien dürfen es dann gerne sein, aber im Sommer, warum eigentlich nicht? Guck dir das mal an, so schneidest du. Und bitte nochmal, 5 Euro für das Dreier-Set, das ist ein Hammer. Also wer das nicht bestellt, der braucht keine Messer oder hat keine Küche, oder? Ja, das stimmt. So, da sind wir schon durch die ersten Produkte hier geflogen in unserer Top 10 der meistgekauftesten Produkte. Wir sind schon bei der Hälfte quasi, wir machen einen kleinen Break und schauen uns jetzt an. Platz Nummer 5. Und auf Platz Nummer 5 hat es ein Elektrostimulationsgerät geschafft. Ein Elektrostimulationsgerät mit der NX 7280 und der 569. Das ist unser 3-in-1 Elektrostimulationsgerät. Und das ist natürlich heiß begehrt, ganz fantastisch. Ja. Ich bin selber totaler Fan davon. Ich habe es selber zu Hause. Ja. Und probiere es auch oft aus. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten, das einzusetzen. Sportlichen Ansatz haben wir da einmal. Genau, Muskelstimulation, richtig. Und zwar auch, für ganz, ganz Bewegungsfaule. Aber auch die Massage, die Entspannung. Die Massage und natürlich auch die Schmerztherapie. Denn wir reden hier eigentlich von einem medizinischen Gerät. Jedem ist bestimmt im Laufe der letzten Jahre schon mal der Begriff Reizstromtherapie begegnet. Man kennt das eher so aus dem medizinischen Bereich, eher so aus dem Reha-Bereich. Das heißt, bettlägere Patienten, die entweder eine schwere Operation hinter sich hatten, Koma-Patienten beispielsweise, die natürlich auch mehrere Wochen, mehrere Monate mitunter an das Bett gefesselt sind, bei denen ist es ganz einfach so, wie bei jedem anderen Menschen auch, dass sich die Muskulatur zurückbildet. Insofern muss man Möglichkeiten suchen, die Muskulatur zu fordern, damit sie sich eben nicht zurückbildet, damit sie vielleicht auch weiter aufgebaut wird. Denn wenn ein solcher Patient dann auch mal wieder ans Gehen kommt, entsprechend körperlich wieder aktiv wird, aber keine Muskeln da sind, wird das nicht wirklich was. Das ist ein sehr langwieriger Prozess. Und hier hat man ganz einfach über die Reizstromtherapie die Möglichkeit, ohne eigentliche sportliche Betätigung den Muskeln das vorzubereiten, gaukeln, was normalerweise im Körper passiert, wenn sie Sport machen. Denn der Sport, das heißt die Muskeln anspannen oder eben lockern, das geht von ihrem Hirn aus. Ja? Und hier wird quasi nichts anderes gemacht, als einfach nur diese Information vom Hirn weitergegeben über das Rückenmark, über die Nervenzellen an den Muskel zu simulieren, so dass der Körper gar nichts aktiv tun muss. Du wirst hier quasi passiv trainiert. Gleiches gilt in unterschiedlichen Stärkestufen natürlich. Wer es gerne etwas schwächer hat, wird damit glücklich werden, genauso für denjenigen, der das volle Programm braucht.
Zweiter Punkt natürlich die Massage, die du angesprochen hast. Mhm. Das heißt, Muskelverkrampfungen und dergleichen lassen sich damit hervorragend lösen. Ein Physio macht nichts anderes, ein Masseur auch nicht großartig. Auch hier kannst du mittels der Reizstromtherapie ganz einfach Verknotungen, Verspannungen in der Muskulatur unter der Haut hervorragend lockern, ohne dass ein zweiter Mensch Hand anlegen muss. Wichtigster Punkt aber ist das sogenannte TENS. Wenn ich jetzt von transkutaner elektrischer Nervenstimulation spreche, werden ungefähr 95% unserer Zuschauer ausschalten. Wenn ich, also zumindest abschalten gedanklich. Wenn ich aber jetzt von einer Schmerzlinderung ohne Medikamente, ohne Nebenwirkungen, ohne Gang zum Arzt, ohne Gang in die Apotheke, ohne Selbstbeteiligung, ohne Rezept und dergleichen spreche, dann wird es für betroffene Menschen tatsächlich schon wieder sehr, sehr interessant. Denn was ist Schmerz? Wir reden von, bei Schmerzen jetzt nicht von Schnittverletzungen oder wenn du dich mal gestoßen hast, mal einen blauen Fleck hast, mal einen kleinen Bluterguss hast. Diese Schmerzen meine ich nicht. Ich meine Schmerzen, die unter der Haut liegen, die so mit dem bloßen Auge gar nicht wirklich sichtbar sind. Aber Menschen, die unter Schmerzen leiden, vielleicht sogar chronische Schmerzen, eingeklemmter Nerv zum Beispiel. Ja, mal eben Kasten Wasser falsch gehoben, zack, Nerv eingeklemmt, Hexenschuss, sagt man im Allgemeinen mit dazu. Dann ist das sehr, sehr unangenehm und sehr, sehr schmerzhaft. Versuchen Sie mal an einem Samstagnachmittag oder an einem Sonntagvormittag, wenn Sie gerade vom Unkrautjäten kommen und merken, ah, ich habe mich verrissen, ja, versuchen Sie dann mal einen Termin beim Physio oder beim Arzt zu kriegen. Dann müssen Sie schon fast in die Notaufnahme. Und ob Sie dann tatsächlich immer dann so ohne weiteres schnell drankommen, sei jetzt mal dahingestellt. Was ist Schmerz aber? Schmerz entsteht auch nicht unbedingt an der Stelle, wo es unseren Tim jetzt hier gleich reinzieht. Ja, schwere Kiste, da ist ein junger Mann jetzt hier, zack, hat er sich verhoben. Romsennerv eingeklemmt und schon ist der Schmerz da. Und jeder weiß, wie unangenehm, wie ätzend sowas ist, weil da hast du wirklich ein paar Tage was von, bis das einigermaßen wieder abklingt. Der Schmerz aber an sich, der entsteht in deinem Kopf, denn hier wird ganz einfach der Schmerzimpuls von der schmerzenden Stelle über das Rückenmark an dein Gehirn weitergegeben. Und da entsteht die Warnung, die dein Körper aussendet. Achtung, Schmerz, tu was dagegen. Dieses Weiterleiten der Schmerzimpulse von der schmerzenden Stelle, zum Beispiel dort, wo sich der Nerv eingeklemmt hat, an das Gehirn, wird hier mit dieser transkutanen elektrischen Nervenstimulation definitiv um ein Vielfaches gehemmt. Bei den meisten Patienten verschwindet der Schmerz sogar vollständig. Darüber gibt es unzählige wissenschaftliche Studien. Und bitte, ich möchte eins sagen, nur weil der Schmerz verschwindet, ähnlich wie bei einer Schmerztablette, wie bei einer Spritze zum Beispiel, ja, bedeutet das aber nicht gleichzeitig, dass tatsächlich die Ursache für den Schmerz verschwunden ist. Aber die Linderung ist ganz einfach da. Mhm. Alternative dazu wären irgendwelche komischen homöopathischen Mittel, die man in der Apotheke bekommt, rezeptfreie Mittel, die tatsächlich mitunter nicht unbedingt jedem helfen. Noch schlimmer ist natürlich erstmal der Gang zum Arzt, der sie eingehend untersucht, um dann verschreibungspflichtige Medikamente herauszugeben. Sie rennen wieder zur Apotheke, haben die Sonderzahlung und dergleichen und müssen natürlich auch mit Nebenwirkungen rechnen. Das hier ist so ziemlich mit die natürlichste und schonendste Art für den Körper, ohne Chemie und vor allem recht kostengünstig, einfach mal den Schmerz zu lindern, in den meisten Fällen sogar komplett aufzuheben. Mit der NX 7280 und der 569 können Sie dieses medizinische Produkt, dieses 3-in-1-Gerät mit der Schmerzlinderung, dem Sportprogramm und der Massage bestellen. 56,91 Euro. Ein fantastischer Preis. Diese Geräte gibt es dann auch in Apotheken oder mal im Spezialgeschäft zu kaufen. Da liegen die so ab 130, 140 Euro aufwärts. Ja, das ist halt eine absolute Empfehlung hier bei uns. Ein fantastischer Platz, Nummer 5. Wir machen einfach ganz schnell weiter. Ne? Wir wollen jetzt zum Treppchen ankommen auf die Plätze 3, 2 und 1. Deshalb schauen wir jetzt auf Ihren Platz Nummer 4. Und bei Platz Nummer 4 gehen wir direkt ins Auto. Die Sicherheit beim Autofahren spielt auch verstärkt für unsere Pearl TV-Zuschauer eine große Rolle und das freut mich, denn das spricht für das Verantwortungsbewusstsein von Ihnen da draußen, falls Sie noch nicht zugegriffen haben. Jetzt die Möglichkeit, hier auf Platz Nummer 4 unsere fantastische Full-HD-Rückspiegel-Dashcam zu bestellen. Ja. Und die ist viel mehr als nur, in Anführungsstrichen, nur eine Kamera, die man im Auto hat, richtig? Wie viel Zeit haben wir denn? Ja, wir könnten uns über dieses Gerät hier abendfüllend unterhalten, liebe Zuschauer. Es zählt definitiv momentan zu den beliebtesten Dashcams, wie man so schön dazu sagt, die wir hier bei uns im Programm haben. Seien Sie mal freundlich, Frau Steiner, Sie werden gefilmt. Ja? Und genauso sieht das eben im Auto auch aus. Sie kennen die Modelle, die man sich ganz einfach mit so einem Saugnapf hinter der Scheibe postiert und dann auf Start drückt und schon
wird quasi die Strecke aufgezeichnet, ist aber mitunter auch ein digitaler Unfallzeuge. Nichts anderes ist das hier auch. Sekunde, das Display geht natürlich zwischendurch auch mal in den Standby-Betrieb, sodass man den Akku entsprechend schonen kann. Doof aber ist natürlich immer, dass man logischerweise dann immer ein kleines Stück seiner Frontscheibe mit einer Kamera verdeckt. Ich empfinde das immer als störend. Dann haben Sie da vielleicht noch ein Navi hängen und dergleichen, vielleicht noch irgendwas anderes und schon ist die halbe Frontscheibe tatsächlich voll, sodass man gar nicht mehr wirklich gucken kann. Hier wird ganz einfach nur der eigentlich normale Rückspiegel, den ja nur jedes verkehrstüchtige Fahrzeug haben sollte, gemäß der Straßenverkehrszulassungsordnung also auch haben muss, ganz einfach mit einem größeren Spiegel ergänzt. Vorteil von diesem größeren Spiegel ist die leichte Wölbung. Das heißt, er nimmt also deutlich etwas von sogenannten toten Winkel weg, gerade bei größeren Fahrzeugen, Kombis, SUVs und dergleichen mit dem Hänger drin. Ich hatte heute auf der A5 einige Kameraden in Richtung Schweiz raus, die da also unterwegs waren, in Richtung Basel, die da unterwegs waren. Und das musst du erst mal sehen können, was da so rechts und links alles passiert. Also ein deutlich vergrößerter Blick nach hinten heraus und natürlich auch weniger toter Winkel, das heißt Sicherheit pur. Gleichzeitig aber eben auch hier in den Rückspiegel eingebaut eine Kamera. Und du kannst das jederzeit ganz einfach hier auf dem Display verfolgen, was die Kamera gerade sieht. Du siehst im Hintergrund hier, haben wir die Spiegelfunktion und trotzdem gleichzeitig das Display mit drin. Mhm. Wenn du nicht möchtest, kannst du es wegschalten. Wunderschön für die Streckenaufzeichnung. 270 Grad kannst du die Kamera drehen, das heißt auch mal zum Seitenfenster raus oder auch mal ins Fahrzeuginnere. Selbstverständlich die Full-HD-Qualität und das auch mit Ton. Natürlich auch in digitaler Qualität, also ein schönes, stimmiges Gesamtbild. Das heißt, tolle Aufnahmen während meiner Fahrt, richtig, von meiner Fahrtstrecke, ganz genau, von den Beifahrern oder vielleicht die Kinder, die Kinder oder Enkelkinder, Stadt, Land, Fluss da hinten. Drin, ja, das kann das ganz spaßig sein. Das sind natürlich wunderschöne Aufnahmen, na klar, und wirklich Erinnerungen, die man sein Leben lang dann hat, ich in fantastischer Full-HD-Qualität. Ja. Aber gerade auch, wenn es dann mal zu so einer brenzlichen Situation, das kann ja immer auf der Autobahn, auf der Bundesstraße, egal wo Sie unterwegs sind, passieren, dass es da plötzlich brenzlig wird. Auch da ist diese Kamera natürlich Gold wert. Und genau das ist der Punkt, liebe Zuschauer. Denn Recht haben und Recht bekommen ist eine Sache. Ja, in Deutschland können wir uns noch rein sprachlich sehr gut verständigen. Ich weiß nicht, wie Ihr Französisch, Ihr Spanisch, Ihr Portugiesisch so ist. Ja, wenn Sie da mit dem Auto hinfahren und bauen mal einen Unfall, sitzen alleine oder zu zweit im Auto und Ihr Unfallgegner hat da vier Mann drin sitzen, dann kommt der Beamte, Sie verstehen die Sprache nicht so wirklich. Die vier sagen genau das Gegenteil von dem aus, was Sie da aussagen. Und dann steht Aussage gegen Aussage. Sehr wahrscheinlich werden Sie im Unfallbericht auf Position 1 sein, das heißt als Schuldiger geführt. Und das kann ein ganz schön teurer Spaß werden. Die Kamera hier, die lügt aber nicht. Im Gegenteil, sie zeichnet die Situation ganz genau so auf, wie sie sich zugetragen hat. Wenn man wüsste, dass ein Unfall kommt, wird man definitiv diese Strecke meiden oder wird vielleicht mal 5 Minuten an den Straßenrand fahren und warten, bis die Situation vorbei ist. Wir wissen es aber nicht. Wir werden völlig überrascht. Auf einmal knallt es, fährt ihn hinten einer in die Tür, haut ihn vorne mal einer gegen den Stoßfänger. Ja, und dann geht's los. Na, oh wei, war die Ampel jetzt grün? War das vielleicht noch gelb? Oder war da ein Stoppschild? Habe ich was übersehen? War ich zu schnell, zu langsam? Bin ich zu weit rechts, zu weit links gefahren? In dem Moment ist man so unter Schock und weiß gar nicht so wirklich, was ist da eigentlich passiert. War es jetzt mein Gegner oder war ich das jetzt tatsächlich schuld? Die Kamera hat alles genau gesehen. Die hat das Rotlicht an der Ampel gesehen oder das Grün, ja, dass der andere bei Rot über die Kreuzung gefahren ist. Die Kamera hat aber auch gesehen, ob da jetzt ein Vorfahrtsschild stand, ja oder nein. Der andere hat gesehen, dass da 70 stand, ja, und sie hatten 70 auf der Uhr drauf. Das sind alles Dinge, liebe Zuschauer, die man anhand einer Videoaufnahme und dann noch in Full-HD-Qualität deutlich besser argumentieren kann als ohne eine solche Kamera. Soweit, so gut. Als Unfallzeuge perfekt. Übrigens auch hier mit G-Sensor ausgestattet. Das heißt, die Datei, die den Unfall oder auch mal eine Vollbremsung aufzeichnet, wird ohne weiteres schreibgeschützt. Du kannst sie später am Rechner wieder löschen, aber aufgrund der Schocksituation eben nicht mehr durch Drücken der Tasten an der Rückspiegel-Dashcam. Und ein dritter oder beziehungsweise vierter Punkt, der ist auch noch zu haben hier, und das ist diese Freisprechfunktion. Wir haben Mikrofon und Lautsprecher integriert. Der Lautsprecher übrigens hier im hinteren Teil, da ist er. Ja? Und das bedeutet, bitte Vorfahrtantritt, ganz einfach die Rückspiegel-Dashcam mit Ihrem Handy via Bluetooth verbinden. Die meisten Handys können das heutzutage, seit vielen Jahren schon. Und dann kannst du ganz einfach, wenn Anruf kommt, auf die Taste drücken, kannst das Handy da lassen, wo es ist und trotzdem vernünftig und manierlich telefonieren. Sicherheit beim Autofahren für 79,50 Euro. Auf Platz 4, unser meist verkauftesten Produkte hier bei Pearl TV mit der NX 4081 und der 569, dieses tolle 3-in-1-Gerät, der Panoramarückspiegel, dann die tolle Dashcam und gleichzeitig auch noch die Freisprecheinrichtung. Können Sie sich jetzt nach Hause holen, schnell durchklingeln bei den Kollegen im Callcenter 0180 51 51 3x die 2. Ja. Gerade wenn Sie schon häufiger vielleicht drüber nachgedacht haben, soll ich nicht, ich bin viel mit dem Auto unterwegs, tun Sie es. Für das kleine Geld auf jeden
jeden Fall eine fantastische Möglichkeit. Ja. Und es ist soweit, wir sind am Treppchen angekommen, Platz 3, 2 und 1 stehen uns noch bevor, die meistverkauftesten Produkte hier bei uns. Mhm. Ganz spannend, wir starten mit Platz Nummer 3. Und auf Platz Nummer 3 hat es ein Produkt geschafft, das im ersten Moment aussieht wie ein, ja, ein Garagenöffner oder vielleicht eine Fernbedienung für ein Auto oder sowas. Ja, das wäre auch mein erster Gedanke gewesen, als ich das gesehen habe. Ich dachte, oh, da hat jemand die Fernbedienung für die Zentralverriegelung seines Autos liegen lassen. Die Täuschung wird natürlich perfekt, wenn du ganz einfach noch 2, 3 Schlüssel dranhängst. Und das werden die meisten wahrscheinlich machen, die bis hierhin zugegriffen haben. Ganz einfach hier die normalen Schlüssel jetzt hier über den Schlüsselring, der bereits integriert ist, hier ganz einfach dranhängen. Dabei ist es so viel mehr als eine schnöde Fernbedienung für die Zentralverriegelung des Autos. Schauen Sie mal hier, unabhängig vom Hersteller. Das könnte auch ein Mercedes, das könnte auch ein Audi, ein VW oder sonst was für ein Auto sein. Schauen Sie mal den Unterschied hier, beziehungsweise gucken Sie sich mal die beiden Teile an. Ja? Gut, hier hat man den Hersteller drauf, hier hat man keinen, aber es gibt ja auch so Universalverriegelungen, die man nachrüsten kann. Ja? Ich denke, die beiden Kerlchen hier, die ähneln sich ohne Ende, aber wenn ich hier drauf drücke, dann geht das komplette, gehen alle Knöpfchen hoch. Wenn ich da drauf drücke, gehen sie runter und wenn ich da drauf drücke, geht mein Kofferraum auf. Das kann ich hier nicht. Wenn ich hier drücke, mache ich entweder ein Foto. Drücke ich da, starte ich eine Videoaufnahme. Denn das hier ist ein vollwertiger Camcorder in Form eines Schlüsselbundanhängers. Und das ist Spitzenklasse, weil ganz einfach die Aufnahmequalität überzeugt. Und das ist nicht nur etwas, was schlicht und ergreifend begeistert. Die meisten Menschen haben, um es ganz einfach zu formulieren, einen Stock im Hintern, wenn sie eine Kamera vor der Nase sehen. Ich sag mal, wir sind es ein Stück weit gewohnt, wir stehen hier vor 5 Kameras. Ja? Aber die meisten Menschen haben das so nicht unbedingt. Und wenn sie jetzt mal auf einer Party unterwegs sind oder bei einem Geburtstag eingeladen sind und Tante Erna jetzt hier den 4. oder 5. Eierlikör pichelt, ja, und dann wild anfängt rumzutanzen und rumzuhampeln, dann möchten sie das, weil es ihnen sonst keiner glaubt, weil Onkel Erwin wahrscheinlich sagt, du hast nicht alle Tassen im Schrank, ja, was erzählst du da? Meine Frau ist hochgradig seriös. Möchten sie das gerne mal aufzeichnen? Halten sie aber einen Camcorder hoch oder ein Handy vor die Nase, dann wird Tante Helga wahrscheinlich da sitzen, nach dem ersten Eierlikör sagen, Dankeschön, ich bleib sitzen und nichts passiert. Wenn sie aber nicht weiß, dass sie gefilmt wird, fängt die wie wild an zu tanzen und unterhält den ganzen Laden. Ist nur ein Beispiel. Ich nutze die Kamera übrigens, indem ich sie einfach auf den Tisch lege bei Kindergeburtstagen. Mein Sohn liebt es, Stoppessen zu machen. Kennst du das? Ja? Stoppessen? Nee. Das heißt, du isst und auf einmal sagt einer Stopp. Muss also in der Bewegung verharren. Noch dramatischer ist Feuerstopp. Da musst du nämlich die letzte Bewegung wiederholen. Und wenn jetzt einer eine Bockwurst in der Hand hat mit Ketchup drauf und haut die sich gerade so lustig eben gegen die Stirn und jemand sagt Feuerstopp, dann geht das die ganze Zeit. Bop. Das ist lustig für alle, die anwesend sind. Ja? Und das habe ich beim letzten Kindergeburtstag ganz einfach mal gefilmt. Die hätten das wahrscheinlich niemals gemacht, sich 5-mal die Bockwurst mit dem Ketchup gegen die Stirn geklatscht, wenn sie gewusst hätten, dass ich das aufnehme. Ich habe die Kamera einfach hingelegt, auf Aufnahme gedrückt. Ich wusste, dass eine läuft, aber ich war der Einzige im Raum. Und habe das dann später, eine Stunde später, ganz einfach mal über den Laptop den Kindern gezeigt. Das war ein Gelächter, das können sie sich gar nicht vorstellen. Spitzenklasse natürlich, mit dieser Aufnahmequalität in Bild und Ton selbstverständlich. Bitte denken Sie an Speicher, da kommt eine Micro-SD-Karte mit bis zu 32 GB rein. Dezent und vor allen Dingen auch richtig klasse in der Aufnahmequalität. Achten Sie bitte auf die Bildrechte der Filme, der gefilmten Person. Ja. Für 10 Euro ein toller Preis. PX8136 und die 569 Ihre Bestellnummer. Wir haben ganz viele Kundenbeiträge bekommen von Herren. Unter anderem hat uns da der Robin aus Hochdorf geschrieben und der Kurt aus Stuttgart. Die benutzen diese Kamera für ihre Modellflugzeuge. Die haben die da drunter gebaut. Also sie haben gesagt, sie haben den Schlüsselanhänger abgemacht und haben das dann da drunter gebaut, weil die so leicht ist, diese Kamera. Ideal. Also nur so als kleiner Tipp nochmal, falls sie da auch noch eine Kamera für ihr Modellflugzeug suchen. Da ist die auch sehr gut geeignet. Das war unser Platz Nummer 3 in der Top 10. Und wir machen direkt weiter. Ja, es geht richtig los, ne? Mit Platz Nummer 2. Auf Platz Nummer 2 hat es ein Gerät geschafft. Dem hätte ich das eigentlich so nicht zugetraut, als ich das erste Mal gesehen habe. Ich dachte immer, oh, erkennen die Leute da draußen dieses Potenzial von diesem fantastischen Gerät? Erkennen die, was sie da sich nach Hause holen für eine fantastische Möglichkeit, Dinge aufzuzeichnen, aufzunehmen? Weil der Name ist ja relativ wenig sagend. HDMI Video Recorder Game Capture heißt das Gerät. Aber es ist einfach nur klasse. Das ist Wahnsinn.
und für 104,41 €, eine absolute Kaufempfehlung, auch von mir. Also was Besseres hatten wir ja wirklich lange nicht im Programm. Und mich wundert so ein bisschen, dass er bisher nur auf Platz 2 gekommen ist. Der ist bestimmt beim nächsten Mal, wenn wir diese Top 10 machen, auf Platz 1. Also da könnte ich für wetten, weil das Gerät, irre, das brauchen Sie auch auf jeden Fall. Da, was Sie damit alles machen können, wow, Wahnsinn. Also Alternative zu unserem Game Capture, zu unserem HDMI-Videorekorder, wäre ein Festplattenrekorder zum Beispiel mit einer variablen Größe. Wenn Sie mit 500 GB anfangen oder einem Terabyte, sind Sie schnell mal eine ordentliche Qualität vorausgesetzt bei einem Einstiegspreis von 250-300 €. Das Geld kann man sich sparen. Wenn Sie nämlich einen Speicher zu Hause haben, sprich einen USB-Stick oder eine externe Festplatte, und die kann gerne eine Größe bis zu 2 Terabyte haben, dann docken Sie die bitte ganz einfach an. Denn dieser HDMI-Videorekorder zeichnet schnöde, ganz einfach das auf, was vorne auf dem Bildschirm zu sehen ist. Ich rede bewusst nicht nur von Fernseher, sondern grundsätzlich von allen Bildschirmen, denn man kennt es eigentlich aus dem Videospielbereich. Die Jungs und Mädels, die zocken und schaffen jetzt irgendeinen besonderen Rekord, besonders viele Punktzahl oder die goldene Münze auf der Turmspitze. Und das wird entsprechend kommentiert mit viel Gejuchze und guck mal hier und ich laufe jetzt hier und nehme jetzt Special A oder B. Ja? Und das möchte man natürlich auch gerne veröffentlichen, denn das ist gar nicht so einfach, das zu bewerkstelligen. Mhm. Ja? Da kommt das eigentlich her. Aber grundsätzlich ist es einfach so, dass du nahezu jede einzelne Ausgabequelle, jede einzelne Medienquelle, sprich auch mal einen SAT-Receiver für Satellitenfernsehen, einen Kabelreceiver für Kabelfernsehen, einen DVD-Spieler, einen Blu-ray-Player oder eben eine Spielekonsole deiner Wahl, Hauptsache es wird mit HDMI verbunden, ganz einfach hier andocken kannst. Du machst hier nichts anderes, als ganz einfach das Signal durchzuschleifen. Guck mal im hinteren Teil rein. Das heißt, Sie brauchen 2 HDMI-Kabel, eins ist mitgeliefert. Das eine HDMI-Kabel geht von der Ausgabequelle, zum Beispiel DVD-Player, ganz einfach in den Game Capture rein und mit dem zweiten Kabel vom Game Capture, vom HDMI-Videorekorder an den eigentlichen Fernseher. Ja? Ich packe das HDMI-Kabel mal wieder dran. Fernseher haben wir keinen. Ich zeige das jetzt mal anhand eines Mitschnitts aus dem Internet. Bitte hier noch den entsprechenden Speicher dran, Stick oder externe Festplatte. Wenn Sie möchten, übrigens auch gerne Mikrofon und Kopfhörer, falls Sie das Geschehen da vorne auf dem Bildschirm kommentieren möchten. Das heißt, ich kann jetzt was von meinem PC aus, was ich auf dem PC laufen habe, sei es ein Spiel, sei es ein Video, sei es jetzt auch, wenn ich jetzt eine DVD in meinem Laufwerk habe beim PC, ich kann das einfach jetzt quasi laufen lassen auf meinem Laptop oder auf meinem Fernseher auch und kann das dann hier mitschneiden quasi. Richtig. Das, was da auf meinem Bildschirm läuft, egal was es ist. Ganz und genau. Kann es auch noch hier durch diese, wenn ich jetzt hier ein Mikrofon anschließe, auch noch kommentieren gleichzeitig. Ja, genau so ist es. Schau mal, wir machen das jetzt hier mal am Beispiel eines Laptops. Das ist jetzt mal unser Fernsehapparat sozusagen, denn am Fernsehen funktioniert das ganz hervorragend. Das ist mal ein Kinotrailer von Independence Day 2, um nur mal ein Beispiel zu bringen. Das könnte auch ein Ausschnitt eines Videospiels sein, das könnten auch die Nachrichten sein. Schauen Sie mal, so sieht das Ganze aus, ganz schön dunkel das Bild, man kann kaum was erkennen. Jetzt gerade sind sie auf dem Mond unterwegs und das zeichne ich gerade auf. Es spielt keine Rolle, ob das Programm jetzt hier oder ob die Konsole, ob der Blu-ray-Player irgendwie eine Sperre eingebaut hat oder nicht. Bei dem HDMI-Videorekorder geht es nur einfach darum, aufnehmen, ja oder nein. Hopp oder top. Sekt oder Selters, Barfuß oder Lackschuh. Ja. Mhm. Ich habe jetzt hier ganz einfach auf Rec gedrückt, auf Record. Und das soll für den Moment auch ganz einfach mal reichen. Denn das, was hier vorne auf dem Display zu sehen war, das ist jetzt hier quasi kopiert 1:1 auf meinem Stick. Jetzt nehmen wir das alles mal raus jetzt hier. Das heißt, wir trennen das HDMI-Kabel, wir nehmen den Strom mal raus und sorgen ganz einfach mal dafür, dass man nicht glauben kann, dass ich das irgendwie von der Festplatte des Rechners runterziehe. So, pass auf. Das machen wir auch mal aus hier. So, Internet aus. Und jetzt gehen wir rein und nehmen mal den Stick und packen den mal an einen freien USB-Slot rein. Das Programm öffnet automatisch. Und wenn ich jetzt die richtige Datei finde, und das schon ein paar Mal vorgestellt, das hier müsste die richtige sein, dann kann ich jetzt 1:1 das abspielen, was ich gerade eben aufgenommen habe. Schau hier, das ist genau der Kinotrailer, den wir gerade eben gesehen haben. Sekunde, gleich geht's los. Das ist Independence Day 2. Wie gesagt, das Thema an sich, also das, was ich hier aufgezeichnet habe, ist nur ein Beispiel. Grundsätzlich ist es so, dass du nahezu alles aufzeichnen kannst. Du kannst alles aufzeichnen, was auf so einem Monitor, auf so einem Fernseher zu erkennen ist.
Das heißt, ich könnte Sicherungskopien quasi machen, könnte mitschneiden, wenn ich eine DVD gucke, MP3-Geschichten, Blu-rays. Aber selbstverständlich. Gutes Beispiel. Du kannst ja im privaten Bereich alles Mögliche machen. Ich habe den Film Titanic gekauft für einen Zehner. Irgendwie beim Nice Price oder was, war so eine Premium Edition. So, mein Sohn hatte die CD oder die DVD in dem Fall in der Hand und hat sie runterfallen lassen. Hat noch so ein bisschen drauf rumgeschirbelt, jetzt hier auf dem Boden. Das heißt, die DVD war verkratzt. Ja? Ja. Und mein Blu-ray-Player oder mein DVD-Spieler war nicht in der Lage, über die Fehlerkorrektur diese Kratzer wieder auszubügeln. Ja. Also musste ich hingehen und musste den Film ein weiteres Mal kaufen. Wir reden von 10 Euro, ist nicht dramatisch, aber ich hätte mir jetzt für den Privatgebrauch ohne weiteres das Ganze 1:1 kopieren können. Während ich den Film schaue, packe ich mir hier einen Speicher dran, drücke auf Rec und während ich den Film genieße, wird ganz einfach der Film 1:1 richtig auf den Stick oder auf die externe Festplatte gezogen. Das heißt, wenn die DVD mal irgendwann kaputt geht, ja, oder sie verloren geht oder wie auch immer, oder ich ganz gerne auch einfach mal ohne die DVD physisch in den Händen zu halten, vielleicht mal ganz einfach vom Stick runter oder von meiner Festplatte etwas schauen möchte, dann nehme ich mir die Festplatte mit. Und bei 2 Terabyte passen da locker über 400 Filme drauf. Ich habe das mal quergerechnet. Wenn Sie mal ungefähr 5 Gigabyte für einen zweistündigen, vernünftigen Film heranziehen, dann kriegen Sie ungefähr 400 Filme auf so eine 2 Terabyte Festplatte drauf. Und das ist Spitzenklasse. Ich bin früher noch zu der langen Videonacht zu Freunden mit einem Wäschekorb voll VHS-Kassetten gelaufen, um dann 3 oder 4 Filme auszuwählen, die man dann die Nacht über dann guckt. Heutzutage hast du ein Speichermedium, ungefähr so groß wie eine XL-Zigarettenschachtel. Entsprechend leicht das Ganze. Und da passen locker für über einen Monat nonstop Filme drauf. Da hast du viereckige Augen, hätte meine Mutter gesagt. Und das eben nur mit so einem kleinen Gerät, etwas mehr als 100 Euro. Ist unser absoluter Verkaufsschlager momentan. Nur noch von einem einzigen Artikel getoppt. 104,41 Euro für dieses fantastische Gerät, der HDMI Video Recorder und Game Capture. Ja. Ab dem 16.09. kommt die neue Lieferung. Der war sofort ausverkauft. Ne? Ja, Sie können jetzt noch vorbestellen, um bei der Lieferung am 16.09. bedacht zu werden. Dann schnell in die Leitung gehen. 0180 51 51 3 mal die 2, dann werden Sie direkt ab dem 16.09., wenn die neue Lieferung kommt, auch mit bedacht. Ein fantastisches Gerät mit Recht auf Platz 2 unserer Top 10 der meistverkauftesten Produkte. Ja. Und es ist soweit. Wir holen uns mal ein Trommelwirbel für Platz Nummer 1. Hey. Noch Platz Nummer 1, ja, da ist eine Handyuhr, eine sogenannte Smartwatch gelandet. Und ich glaube, den Begriff Smartwatch, ja, den hat jeder jetzt in den letzten Wochen, Monaten schon mal gehört. Da gab es ja einen riesen Wirbel drum. Die Firma mit dem eingebissenen Äpfelchen hat da ihr Modell dann auch rausgebracht. Mehrere hundert Euro und die kann fast gar nichts. Also das war sehr enttäuschend. Sie können sich jetzt ein fantastisches Einstiegsmodell hier nach Hause holen mit dem Platz Nummer 1. Und das haben schon viele, viele Leute gemacht. Deshalb ist sie auf Platz 1 gelandet, denn wir sind ja in der Top 10 der meistverkauftesten Produkte. 37,91 Euro für eine Smartwatch, für eine Handyuhr, die Sie am Handgelenk tragen können und die so viel kann. Da schaut man immer drüber, ne? So, darf ich vorstellen? Mein Name ist Ruland. Carsten Ruland. Hat so ein bisschen was von MI6-Agent, so ein bisschen wie James Bond. Klingt so ein bisschen wie Zukunftsmusik. Aber das, was ich hier am Handgelenk habe, liebe Zuschauer, und das, was garantiert auch Sie bald am Handgelenk haben, ist ein Smartphone in Form einer Armbanduhr. Richtig, ein vollwertiges Smartphone. Und Sie entscheiden bitte selber, ob Sie Ihr eigentliches Telefon, Ihr eigentliches Smartphone in der Tasche lassen und ganz einfach via Bluetooth mit dieser Smartwatch verbinden, um zum Beispiel auch meine Kamera per Fernauflöser oder per Fernauslöser zu betätigen. Ja? Oder aber Sie sagen ganz einfach, ich lasse... Ja, ist das kaputt gemacht? Oh, nein. So oder Sie lassen ganz einfach mal... Das ist so irre, wenn man da so drüber streichen. Guck mal, wie die reagiert, wie die sich dreht hier. Das ist ganz, ganz faszinierend. Also super schön von der Handhabung her gemacht. Spitze, ne? Oder? Vom Erlebnis auch, wenn du mit der umgehst. Ja, Erstmal kannst du natürlich jederzeit hier das Deckblatt von deiner Uhr, von deiner eigentlichen Armbanduhr wechseln. Das ist jetzt hier mal ein bisschen peppig. Ich für meinen Teil mag diese analoge Anzeige, übrigens sehr schön. Sehr oldschool, sehr puristisch. Ja, da merkt keiner, was sich dahinter verbirgt. Aber es wird ein A und O geben, wenn du die Uhr entriegelst. Oder hier nochmal so ein bisschen Big Ben-like. Ja, sehr, sehr schön gemacht. Und wie du es gerade schon gezeigt hast, zack, ganz einfach entriegeln mit Wischen, wie du es von
deinem Smartphone kennst. Und das kannst du auch gerne zu Hause lassen. Denn die SIM-Karte, die du sonst in dein Telefon reinpackst, um zu telefonieren oder deine Nachrichten zu verschicken oder auch mal im Internet zu surfen, ja, egal ob Facebook oder mal E-Mails, kannst du ganz einfach in die Uhr reinpacken. Das heißt, wenn du jetzt unterwegs bist, machst Sport und dir ist schon 2-3 Mal dein Telefon aus der Tasche gefallen, aus dieser Nylon-Tasche raus, ist ja alles ja. recht rutschig, und ist dir 2 Mal auf den Boden geknallt, dann weißt du, was die Reparatur eines Handy-Displays beispielsweise kosten kann. Das lässt du ganz einfach zu Hause, nimmst diese Smartwatch mit, denn die hast du ganz einfach am Handgelenk, die kann nicht runterfallen. Sofern du nicht stolperst, kann damit überhaupt nichts passieren. Und du hast trotzdem alle Funktionen deines Smartphones ganz einfach hier in einer ja, mehr oder weniger 1:1 Kopie am Handgelenk. Das heißt, egal, ob du dein Telefon jetzt dabei hast und mit per Bluetooth koppelst oder ob du das Telefon einfach zu Hause lässt, du bist anhand deiner Smartwatch am Handgelenk, anhand deines Handys am Handgelenk jederzeit erreichbar und kannst natürlich auch jederzeit telefonieren. Und das ist sehr reaktionsstark, das Display, knapp 4 cm in der Diagonale, super leicht abzulesen, sehr kontraststark, also auch für Menschen, die sonst vielleicht bei den kleinen Displays ihre Schwierigkeiten hätten. Auch da sind unsere Kunden voll des Lobes, das ist gestochen scharf. Und du hast natürlich auch volle Internetanbindung, vorausgesetzt, du bist dann im Bereich unterwegs, wo du entsprechende Internetanbindung hast, also im Keller, irgendwo im dritten Untergeschoss wird es nicht funktionieren, aber ganz normal auf der Straße bist du voll einsatzbereit. Du hast natürlich auch eine Kamera mit drin, deswegen haben wir das anfangs gezeigt. Ich habe keine Speicherkarte hier in der Uhr drin, deswegen kann ich die Kamera gerade nicht aktivieren, aber wir haben es am Anfang gesehen, als unsere beiden Protagonisten da unterwegs waren, denn nach Murphys Gesetz fehlt dir immer eine Kamera oder mal eben kurz ein Camcorder, wenn mal was Witziges passiert. Die Kinder spielen so süß, dein Sohnemann, der fliegt mit der Nase vorweg in die nächste Pfütze oder ein kleiner Chihuahua trifft auf einen Schäferhund und es ist die große Liebe, das möchtest du gerne festhalten, ja? Und das kannst du natürlich nicht, weil du natürlich wieder mal vergessen hast, dein Handy einzupacken beziehungsweise deinen entsprechenden Camcorder oder Fotoapparat. Hiermit nimmst du ganz einfach die Fotos auf und kannst sie direkt mit deiner Smartwatch dann auch gerne in die sozialen Netzwerke stellen, per WhatsApp verschicken, wenn du willst, per MMS oder auch gerne mal per E-Mail, was auch immer du damit machen möchtest. Oder du speicherst sie und ziehst sie zu Hause auf den Rechner, um es zu bearbeiten. Das Ganze geht mit Fotos und natürlich auch mit Videos. Das ist Spitzenklasse. Das hast du den Preis von anderen Smartwatches angesprochen. Auch auf der IFA, gerade aktuell jetzt hier in Berlin, findest du die Smartwatches. Die gehen so bei 150, 200 Euro los auf einer nach oben hin offenen Skala. Wir haben die für noch nicht mal 40 Euro im Programm. Kein Wunder, dass die auf der 1 landet. Mein Sohn ist da heiß drauf wie Frittenfett. Das ist für die ein Statussymbol, wie für mich ein Porsche 911. 37,91 Euro für diese fantastische Smartwatch. Auf Platz 1 gelandet für all diejenigen, die so eine Smartwatch, so eine Handyuhr mal ausprobieren möchten, die einfach mal testen wollen. Wie komme ich damit zurecht? Ist das was für mich? Dann hier jetzt zugreifen. Die Leitungen sind für Sie frei. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass Sie von unserem Kontingent noch etwas bekommen. Sie wissen es, unser TV-Sonderpreis gilt nur jetzt und bis zu 2 Stunden nach der Sendung. Deshalb schnell bestellen. PX3914 und die 569 nochmal Ihre Produktnummer. 37,91 €. Das ist der Preis für Sie, der TV-Sonderpreis. Der gilt jetzt und bis zu 2 Stunden. Einfach schnell durchklingeln unter der 0180 51 51 dreimal die 2. Oder wenn Sie auch noch mal schauen wollen, dann einfach unter www.pearl.tv. Auch dort ist unsere Handyuhr jetzt noch mal für Sie abgebildet. Aber auch die anderen Produkte unserer Top 10 der meistverkauftesten Produkte sind da noch mal zu sehen. Da können Sie noch mal nachschauen. Und falls Sie jetzt einen Platz vielleicht verpasst haben, wenn Sie noch mal schauen wollen, was war denn jetzt auf Platz 9, auf Platz 7 oder auf der 6, einfach noch mal reinschauen und dann schnell bestellen, denn die TV-Sonderpreise, wie gesagt, Hammer. Die sind nicht mehr lange Hammer. Gültig. Platz Nummer 1, unsere tolle Smartwatch, die geniale Handyuhr. Ja, so fühlt man sich dann, wenn man so eine Uhr am Handgelenk hat, aber auch die anderen Produkte. Ich bin davon überzeugt. 2 Pizza und 2 Cola, bitte. Ich bin davon überzeugt, dass auch der Game Capture noch einen Platz steigen wird, dass der irgendwann auf der 1 ist. Also, seien Sie gespannt. Schön, dass Sie dabei waren. Auch beim nächsten Mal wieder zuschalten. Bleiben Sie dran. Im Anschluss geht es gleich unterhaltsam weiter. Ne? Hui, hui.